Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, mal gucken. So, wieder verwischt vom Kaffeesaufen. Hm? Mörgeli zusammen oder Heu zusammen. Ja, dann müssen wir einen Kaffee haben. Haben wir heute genehmigt, so ein bisschen später arbeiten kommen. Ich habe ja genug Sklaven, die arbeiten sonst. Sonst. Genau. Nein, es ist gestern noch ein bisschen lang geworden, natürlich geschäftlich, ist klar. Dementsprechend bin ich ein bisschen später. Warte, jetzt stehst du gerade richtig, jetzt hast du gerade zwei auf dem Kopf. Ehrlich? Ja, schon super aus. Da hirsch. Steht dir gut. Genau, gut. Also, ja, wir kommen bei Teil 2, Audi SQ5. Moment, ich muss mal einen Schluck nehmen. Gestern haben wir ja Teil 1 gemacht mit dem Messen davor. Dann haben wir gestern Nachmittag, oder habe ich gestern Nachmittag noch den Service gemacht. Und die Leistung. Der Mitarbeiter ist das Auto jetzt gefahren über Nacht, also über Nacht zum Heimfahren und wieder hergekommen. So dass er auch heute einigermaßen ein bisschen eingefahren sind, natürlich noch mit 100%. Dauert immer etwa 100-200 Kilometer. Und heute gehen wir das Messen Teil 2 machen. Mit unserem neuen geilen Gerät hier. Warte, jetzt. Ja, okay. Ein Racelogger Porn. Nein, alles von Porn haben wir jetzt da nicht. Nein? Nein, aber der Leberkäse Porn ist schon online. Ja. Also, wenn ihr schaut, jetzt ist online der Leberkäse Porn. Das ist etwas, was sicher noch niemand gemacht hat. Wir spekulieren hier auf den Kunstpreis für den Tobias. Ja, mindestens. Dann willst du aber noch lachen, wenn einer anrufen würde. Das wäre noch geil. Ja. Gut. Warum haben wir uns entschieden vielleicht für das Gerät? Wir haben uns entschieden dafür, weil es einen riesen Vorteil hat gegenüber der Handy-App. Erstens ist es viel, viel genauer, weil es mit mehr Satelliten schafft. Es ist viel stabiler. Und man muss nicht nach jeder Messung wieder die Messung starten. Man kann es wirklich einfach laufen lassen. Wenn die Messung fertig ist, macht man die nächste. Und man kann natürlich alles Mögliche programmieren. Da kannst du Rennstrecken programmieren, da kannst du also wirklich alles. Du kannst frei programmieren, wie du es haben willst. Du kannst auch sagen, ich will von 59 auf 65 messen, oder? Was du bei anderen Sachen nicht kannst. Das ist ein bisschen ein blödes Beispiel, aber einfach zum Zeigen. Gut, ich würde sagen, wir steigen ins Auto ein und gehen fahren. Ja, jetzt sitzen wir hier im SQ5. Wir sind noch ein bisschen warm fahren. So warm, wie ich denke, dann ist er nicht. Vielleicht hat sie nicht viel Gas gegeben. Ja, da haben wir gerade einen Moment Zeit, schnell, um ein bisschen zu besprechen, was dem Auto gut ist, was nicht gut ist. Also SQ5, es ist im Fall der alte, also 8R-Modell. Also alte, ja, in Anführungsstrich alte. Und nicht der neue. Man hört jetzt da Verschiedenes. Viele sagen, ja, der neue sei nicht mehr so sexy. Sei nicht mehr so knackig zum Fahren. Kann ich persönlich nicht beurteilen, habe noch nicht gefahren. Haben es aber schon von mehreren Leuten gehört. Ja, jetzt sei dahingestellt, wie es dann auch immer ist. Was man auch vor allem gehört, ist, dass der alte noch den besseren Sound hat. Das ist sicher nicht falsch. Ja. Du kennst den neuen auch nicht, gell? Ich kenne den neuen auch nicht. Nachher. Wenn wir mal testen. Gut, was gefällt mir sonst? Die Verarbeitung ist natürlich top. Was ganz geil ist, ist bei dem die Bauarbeiter. So. Jetzt habe ich fast einen Bauarbeiter gekillt. Oh mein Gott, schon einen Tag. Ehrlich? Okay. Oder doch, ist Toleranzgrenze. Was mir auch ganz gut gefällt bei diesem Auto, ist das Lenkrad, das abgeflachte. Das ist richtig schön strukturiert und schön klein. Schön handlich. Das ist ganz geil. Es gibt dann noch mit dem normalen Lenkrad, das finde ich nicht so sexy. Was mir allerdings gar nicht gefällt, ist das Fahrwerk. Und das haben sie bei der Q5 immer schon, oder bei der Q5-Baureihe immer schon das Problem in meinen Augen. Sie wollen zwar auf extrem sportlich sein, aber es ist mehr holperig. Darum, das muss man ändern. Wenn es jetzt mein Auto wäre, könnte ich mir etwas Hübsches verbauen, aber ist nicht meins. Gut, ich muss mal mit dem Kunden reden, der das Auto kauft. Vielleicht, ja. Ein paar Kilometer geht zum Aufnerven. Er ist zwar relativ straff abgestimmt, aber irgendwie holpert die Auto, gell? Ja, er holpert. Komisch. Was weiß nicht, warum das ja, mir stört es nicht so, aber. Ja, ich finde es nervig. Weil Sportlichkeit hat nichts mit Holpern zu tun. Also wenn wir mal mit diesem TTS fahren, wo wir jetzt perfekt abgestimmt haben, der ist dann richtig geil, da kannst du wirklich über die Bodenwellen rein. Also natürlich. Nicht Sprünge machen, aber da holpert gerne nicht. So, gut, Autobahneinfahrt, schauen wir mal was geht, probieren wir mal durchzuziehen hier. Oh. Oh, die erste Messung ist schon besser, hm?
2, siehst du? Ah, doch, ja. Ja, ich bin bereit. Ja, heute ist wieder mal am Verkehr zum. Genau, SCH. Nein, K. K. Wort mit K. Vor allem hat es viele Lastwagen. Das ist so mühsam. Mit Lastwagen fahren eben nicht 80. Die fahren so 85, knapp bei 90. Und dann, wenn du runterbremsen musst auf 80 oder unter 80, das ist extrem mühsam. Ja, item. Auf jeden Fall haben wir jetzt verschiedene Messungen gemacht. Die beste war bei 3,2. Wir sind also im Durchschnitt etwa bei 3,2, 3,3. Gegenüber 4 von gestern oder 3,9 von gestern. Das bedeutet eine Verbesserung von über einer halben Sekunde. Das ist roundabout. Was ist das? 7, 8? Nein. 6 Zehntel ungefähr. Das ist sicher nicht schlecht. Es wird auch noch mehr kommen. Das heisst, das Auto muss noch eingefahren werden. Das wissen wir, das habe ich schon mehrmals erzählt. Das sind nicht im Fall Ausreden, sondern das könnt ihr auch selber gerne überprüfen, wenn ihr vorbeikommt und Leistung machen. Und das sagt man eigentlich jeder kommt. Es ist ein bisschen verschieden, wie sich die Leistung entwickelt. Bei der einen geht es schneller, bei der anderen geht es langsamer. Es kommt auch ein bisschen auf die Fahrweise an. Und vor allem, wie das Auto vorher gefahren worden ist. Aber das Auto ist in meinen Augen schon gut eingefahren gewesen. Dementsprechend ist natürlich auch die Verbesserung, dann, die man erreicht, weniger gut als bei einem Auto, das verschlafen ist. Das darf man auch nicht sagen, ich noch nicht vergessen. Weil 4 Sekunden für einen Originalen ist wirklich nicht schlecht. Okay? Ist sehr gut, ja. Gut, ja, an dieser Stelle, viel mehr machen wir jetzt nicht. Auch was ich noch vergessen habe, ist der Luftfilter, haben wir jetzt noch nicht gewechselt, der ist noch nicht gekommen. Der Sportluftfilter kommt dann noch hier an. Wie viel das ausmacht, kann ich auch nicht sagen, sonst können wir dann noch mal eine Messung machen, noch mit Sportluftfilter drin. Das wäre cool, vielleicht kommen wir unter 2 Sekunden. Unter 2 Sekunden, genau, unser Tobias ist wieder mal extremst realistisch. Nein, Spass beiseite, wir können das noch machen, mal schauen, was jetzt noch der Sportluftfilter bringen wird. Ich bin überzeugt, dass er noch ein paar Zehntel könnte bringen. Und vor allem wird das Auto noch gefahren über das Wochenende. Ich nehme das mit. Und dann können wir mal nächste Woche schauen, wie es nach der Leistungssteigerung aussieht. Das wäre auch interessant. Mhm. Ja, also nach der Einfahrphase. Also es gibt noch einen dritten Teil in dem Fall. Ja, dann machen wir noch einen dritten Teil. SQ5 Nummer 3 folgt. Ja, an dieser Stelle, original fährt man nicht, das wissen wir mittlerweile. Und kommt vorbei, lasst Leistung machen oder lasst eure Auto pflegen, konservieren, kosmetisch aufbereiten, Kanal abonnieren, Kommentare schreiben, ganz wichtig, es interessiert uns, was ihr meint dazu. Und ja, bis zum nächsten. Tschüss zusammen!